Liebe Zuschauer, hier ist das ARD-Buffet live aus Baden-Baden. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, draußen wird es immer kälter und drinnen ist es kuschelig warm, dafür aber trocken. Mit diesem Phänomen haben wir es in den nächsten Tagen mehr und mehr zu tun. Das Dumme ist, wenn wir drinnen eine trockene Luft haben, dann trocknen auch unsere Schleimhäute aus. Und das bedeutet, die Viren können sich so richtig schön an uns dran docken und uns krank machen. Wie Sie zu Hause ein gutes Raumklima schaffen, das nicht krank macht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, und eine Pilzfüllung. Was heißt Füllung? Es ist ja eine Ummantelung. Ja, gibt's beim Filet Wellington von Martina Kömpel. Filet Wellington, im Prinzip ist es ein... Da hast du ja auch das Schnittmuster vom Stiefelchen genau. drin. Schritt für Schritt. Und Schritt für Schritt können Sie das dann nachmachen. Die Nähmaschine lassen wir einfach hier stehen für morgen, weil morgen bekommen Sie in unserer DIY-Ecke, also do it yourself, einfach selbst machen, ist das Motto ja bei uns bei ARD Buffet, ein Schnittmuster für einen Tellerrock gezeigt. Also das wird auch nochmal spannend, die Swinging 50s. Patricia, vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja, was machen wir zur Weihnachtszeit, liebe Zuschauer? Wir dekorieren, wir packen Geschenke ein und wir spenden. Zur Weihnachtszeit tun wir das in Deutschland sogar sehr gerne. Ungefähr 1 Milliarde Euro wird gespendet in der Vorweihnachtszeit. Zurzeit ist es ja auch so, dass wir von vielen Ecken angesprochen werden, etwas zu spenden. Und wie Sie es richtig machen und sicher gehen können, dass Ihr Geld auch wirklich da ankommt, wo Sie hingespendet haben, das zeigen wir Ihnen jetzt, was Sie beachten sollten dabei. So, ja, wie versprochen, unser 360-Grad-Quiz und die Frau Höllein ist am Apparat, richtig? Ja. Woher rufen Sie uns an, Frau Höllein? Aus Bad Liebenstein. War es bei Ihnen auch so stürmisch letzte Nacht? Es ging eigentlich. Es hat nur heute früh sehr geregnet. Ah ja, aber Regen ist ja gut. Auf den haben wir ja lange gewartet. Frau Höllein, wir starten unser 360-Grad-Quiz und Sie sagen mir bitte, in welche Richtung wir das Quiz beginnen sollen. Gerne rechts rum. Das machen wir. Und Frau Höllein, ich habe ja gesagt, es gibt viel zu sehen, viele Details. Nach 4 werde ich jetzt fragen. Oh, ich bin auch sehr aufgeregt. Aber wir sind doch da. Sie brauchen nicht aufgeregt zu sein. Und weiter, Frau Höllein, es war Alzey in Rheinland-Pfalz. Alles gut, alles Danke. Gut. Für ein Dörfchen Erdchen, schauen Sie mal. Aber es ist auch füllig wie ein Nashorn, ja? Ja. Jetzt machen wir mal weiter mit der dritten Frage. Hier ist unser Beweisbild. Bislang haben wir Ihnen jedes Geld auf das Konto gebucht, was möglich war. Es läuft also sehr gut, Frau Höllein. Hier ist die vierte Frage, ich dich. Ja und, Frau Höllein, hat's wehgetan? Nein. Schönen Dank. Ist doch gut gelaufen. Und hier kriege ich noch ein Büchlein für Sie reingereicht. Unser Taschenkalender von ARD Buffet mit tollen Rezepten drin. Guten Ideen auch zur Entspannung sind ein paar Ideen drin. Also, ich hoffe, Sie haben Freude daran. Alles Gute für Sie. Gleichfalls, recht schönen Dank. Alles Gute, tschüss, Frau Höllein. Ja, das Quiz kann man übrigens auch auf unserer Homepage spielen, wenn man möchte. Oder dann für mich, sehr schön. So, wer mag probieren? Wer zu viel, genau. Also Alge ist d'accord für mich. Vielen Dank fürs Kochen und vielen Dank auch für euren Besuch bei uns im ARD-Buffet. Liebe Zuschauer, von Ihnen möchte ich mich verabschieden.